So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Podcast, wieder mit mir, Mr. TNRW, Leute. Heute Autokino, nein Spaß, also Autos auf jeden Fall. Der eine hat ja sich was gewünscht, Leute, welches Auto ich empfehlen würde, welches Auto ich fahre und, Leute, darüber reden wir heute, also der Leitfaden darüber. Falls euch das gefällt, lasst ein Like da, haut auf den Abonnieren-Button, um mich zu supporten, Leute, und schaltet auf jeden Fall den Podcast überall mit mir. Auch auf allen Kanälen bin ich verfügbar, Leute. Ja, bald auch Be A Real, auf jeden Fall. Als App könnt ihr mir auch folgen. Wird gerade jetzt eingerichtet diese Woche. Auf jeden Fall. Und sonst auch Snapchat, Twitch, auch Mr. TNRW. Überall, Leute, auch neue Produkte kaufen und so weiter. Deswegen, das wird noch, auf jeden Fall. Und sonst, Leute, wie gesagt, folgen, lassen, Like da. Und wir fangen jetzt auch direkt an, Leute. Also, kommt zuerst in Frage, Leute. Mein erstes Auto war damals ein VW Polo. Auf jeden Fall. Also 1,4er. Jeder kennt das damals noch. Aber auch richtig modern schon damals gewesen. Mit Sonderausstattung. Leute, auch damals richtig für, boah, knapp 9.500 geholt. Also für geholt noch. War auch richtig cool, das Auto. Muss ich sagen. Wie gesagt, auch hatte auch automatische Klimaanlage damals zu diesem Zeitpunkt. Automatischen Bergassistent. Einfach alles, was man beschert, Leute. Dann empfehle ich, also wie gesagt, VW bzw. Skoda auf jeden Fall in der Version. Oder wie gesagt, empfehle ich auf jeden Fall für Anfänger, Leute. Also auch die jetzt ihren Führerschein gemacht haben oder dabei sind, die so fragen, was kann ich als Anfängerauto holen, Leute. Deswegen, beides ja deutsches Werk, also deutsche Marken. Skoda arbeitet ja mit VW auch, also ist ja das gleiche, arbeiten zusammen. Leute, deswegen gibt auch eine Empfehlung nach oben, Leute. Da würde ich auch dann für Anfänger empfehlen. Oder halt so normale wie zum Beispiel Opel auch. Opel Corsa, Opel, also diese normale Klasse von Opel. Dann hatte nämlich auch ein Kollege von mir. Also wer da auch in der Richtung nochmal sucht, zum Beispiel. Ja, also als Anfängerauto umzufahren auf jeden Fall. Auf jeden Fall, was ich nicht empfehlen würde. Es gibt ein Auto, da würde ich wirklich nicht empfehlen. Oder mehrere Autos. Einmal den Peugeot, Leute. Weil der ist einfach irgendwie zu prachtig. Das ist auch schwierig, auch hier auch mit den Gängen auch. Auch genau wie der Citroën, Leute. Da war auch schwierig, der Getriebe auch hat, fand ich. Und der Citroën, wie heißt das hier, der frisst auch zu viel Sprit auch. Leute, den würde ich gar nicht empfehlen. Auf Autobahn Katastrophe, Citroën. Da zieht der nur, ballert der nur Sprit. Ich weiß noch damals, ey, boah, wo ich den einen hatte, einmal als Leihwagen, ey, der hat nur Sprit gefressen. Und deswegen, ne. Genau wie Volvo, Leute, zieht auch zu viel Sprit. Das sind eher so wie Volvo Land Rover oder Pickups, Leute. Da müsst ihr auf dem Land leben, sonst, also, das sind übertriebenste Spritfresser, Leute. Der glaubt mir, bei der heutigen Zeit denkst du auch so, boah, ne. Deswegen, Peugeot, Citroën oder Mitsubishi, Leute, oder Suzuki würde ich mir auf jeden Fall nicht holen. Okay, das sind schon mal meine drei Marken, also die Marken, die ich nicht mal holen würde. Also, jetzt kennt ihr auch meine Marken, die ich nicht holen würde. Weil entweder Getriebe oder Gangschaltung oder zum Beispiel Spritverbrauch oder was da dran für Eigenschaften falsch sind, Leute. Deswegen, auf jeden Fall, ich muss gucken, wie das geht. Und sonst, ja, sonst empfehlen würde ich, wie ich schon gesagt habe, für die Anfängerauto. Und auf jeden Fall, was ich richtig auch noch empfehlen würde, wäre auch noch, das auch damals nach meiner Fahrschule noch gegeben, denn das Auto, den Hyundai, Leute, auch in mehreren i-Versionen, den kann man auch noch nehmen, Leute. Ja, Leute, da habe ich auch drauf gelernt, den SUV zu fahren. Ihr kennt das aus dem Alltag. Leute, SUV. Ja, und sonst auf jeden Fall, sonst, was würde ich sonst, ja, sonst, mein Auto ist auf jeden Fall, weil ich aktuell geholt habe, ich glaube, das hatte ich auch schon hier in Social Media vorgestellt, Leute, die Leute, die wissen, den Commodore, nein, den Skoda Mini SUV, Limousine, Kamiqa, also könnt ihr im Internet nachgucken, Kamiq. Leute, in Metallic Brown, also auch mit Metallic Felgen, auch wieder habe ich Sonderausstattung geholt, kennt man, wie bei meinem ersten Wagen. Auch die E-Sport, diesmal auch die Sportversion, also der Motor ist ein bisschen mehr gedrosselt. Auf jeden Fall, auch mit allen drum und dran, Parkleuchte und Licht und allen und getönte Scheiben. Leute, auch wichtig heute bei der ganzen Sommerhitze. Deswegen der Tipp des Tages auch nochmal für die Autos, Leute. Werdet ihr gleich nochmal auf meinem Kanal sehen nochmal. Könnt ihr sehen, ist für den Schaltknüppel. Kommt ein richtig guter Tipp, Leute auch. Und auf jeden Fall, wie gesagt, auch hier gibt es auch noch, Leute, die abgetönten Scheiben. Dann habt ihr im Sommer nicht so heiß, wenn es auf einmal 65 Grad sind. Wenn es 35 Grad sind, da kann man auch dann noch nachträglich machen, Leute. Und auf jeden Fall,
nicht zu vergessen auch hier diese Lampen, also diese Zellox-Lampen, ja, auf jeden Fall alles eingebaut, Leute, auch hier gemacht in meinen Wagen, noch dazu zusätzlich dies zusätzlich gemacht. Ja, Leute, ich bin damit jetzt erstmal zufrieden. Auf jeden Fall, der lässt sich auch gut fahren, Leute. Und ich habe auch als Besonderes noch Automatik rein, also Automatik genommen. Also nicht mit Gangschaltung, weil Automatik ist einfach chilliger, Leute, weil ich zig Jahre davor auch mit anderen Autos immer Getriebe gefahren bin. Entweder von denen oder jenigen von meinen Eltern und sonstigen, Leute. Automatik ist entspannter, auch für ältere Leute, Leute. Da braucht ihr dann nur gucken. Auch wenn jetzt zum Beispiel Winter oder Matsch ist, dann einfach in D-Plus oder D-Minus gehen. Gibt ja noch extra diese Sonderschaltung dazu. Auch bei Automatik, Leute. Und was ich mir nie holen würde, Leute, E-Auto. E-Auto, einfach Schrott, Leute. Einfach übersättigt. Der Strom wird immer teurer und dann, nee, und dies und das, Leute. Dann Fehler. Und wenn da einmal die Batterie kaputt ist, dann kannst du eigentlich sofort löschen. Einfach nur Nachteile, so zu sagen. Deswegen, Leute, auch kein Tesla oder irgendwie andere E-Karre oder sowas. Leute, irgendwann die Zukunft, vielleicht Wasserstoff, aber E-Autos, nee. Also, Leute, Tipp des Jahrhunderts, nein, Tipp des Tages, kauft euch auf jeden Fall kein E-Auto, Leute. Dann eher Hybridwagen oder sowas, aber kein E-Auto, Hybrid. Wäre auch noch eine alternative Lösung dazu, Leute. Ja, und sonst, das würde ich auch empfehlen, Leute. Und auf jeden Fall, wenn ihr ein hohes Auto wollt, auch mein Traumauto, weil ich später irgendwann mal holen würde, das war ja auch noch eine Frage vom Zuschauer, also von denjenigen. Ja, Leute, die Q-Serie, die Audi SUV Q-Serie, Leute. Ja, jetzt kommt auch Q9 raus oder Q11 schon, ich weiß nicht mehr. Weil Q7 war ja die letzte Serie, es gibt ja Q2, Q5, Q7, ja, Leute, und alles. Ich hätte auch Q2 genommen, aber leider war das schon weg. Deswegen muss ich Skoda wechseln. Leute, ja, Skoda arbeitet ja mit VW zusammen, auch Hauptsache. Deswegen habe ich gesagt, ich gucke so, Hauptsache gutes Werk, Leute. Und kein Japaner oder Asiate, auch keine Lust drauf. Diese Marke wie Toyota oder wie ich schon gerade gesagt habe und so. Deswegen, Leute, mein Traummotor Audi. Wenn, dann Audi. Auf jeden Fall kein BMW, Leute. Weil irgendwie kein Draht zu und Mercedes erst recht nicht, ey, weil ich da gefühlt jeden zweiten seht der da, ihr wisst schon, wer mich meint, und dann diese Angeber, diese Botzen, Leute, hier so, brr. Deswegen, Leute, Audi einfach beste, ja, auch die Werbung von Bayern, von den Frauen damals gewesen, ja. Deswegen, Leute, ich hoffe, ihr habt euch jetzt weitergeholfen mit den Autotipps und Automarken, und Leute, auf jeden Fall, was so in ist, was so gut ist und was nicht so gut ist, Leute, auf jeden Fall, was ganz schlecht ist und was man nicht holen kann, was ich nicht erwähnt habe, erstmal, davon am besten ganz die Finger weglassen, Leute, die Automarken, die ich hier überhaupt nicht gesagt habe. Und sonst auf jeden Fall viel Spaß beim Autofahren und kaufen, Leute. Das war's mit dem Podcast hier mit Mr. TNB, Leute. Wie gesagt, lasst ein Like da und schreibt mal in den Kommentaren, welche Automarke eure Lieblingsmarke ist und was ihr gerne fährt und wie ihr das dazu seht. Eure Meinung auf jeden Fall. Deswegen, wir sehen uns beim nächsten Podcast, Mr. TNB. Nochmal.